Moin moin Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ja, mein Name ist Ossi und wir befinden uns hier immer noch im Todesstern. Ja, es ist kaum zu glauben, aber wahr. Unglaublich. Kann ich das hier irgendwie... Ich habe das Gefühl, ich kann dieses Ding hier komplett irgendwie zerstören. Nice. Ich bin ja unglaublich cool, aber ich glaube, ich muss den Sound noch irgendwie ein bisschen leiser machen. Irgendwie. Options. Ach, jetzt dauert das wieder eine Stunde. Ich hoffe, ich vergesse nicht, das rauszuschneiden. Ansonsten. Ups. Mal gucken. Ja, das ist alles für mich ein kleines bisschen laut. So ist schon besser. Was ist das? Irgendwas. Keine Ahnung. Okay. So, wir müssen dieses Graviton-Dingenskirchen plätten. Irgendwie. Frage, komme ich hier rüber? Kann ich hier laufen? Boah, ich dachte gerade echt, das Ding fliegt auf mich. Das wäre es ja geworden. Einmal ganz kurz so und zack. Ich baue hier den Laser vom Todesstern auseinander. So wie sich das gehört. Oh fuck. Jetzt muss ich aufpassen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe den Laser hier auch zerstört. Okay. Pam. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten. Okay. Aufpassen, nicht, dass es mich hier irgendwas trifft und ich hier runter flatsche. Okay, jetzt der unter mir oder wie? Fuck. Oh. Lol. Ja, natürlich. So, jetzt einmal volle Blitzpower in diesen... Au, Mann, das war fies. Aber das ist diesmal ein richtiger nein. Den ich jetzt auch schon kaputt machen kann. Pam. Und tschüss. Ja, ciao. Nice. Und jetzt kriege ich hier ein bisschen... Jetzt kriegt er hier nochmal ein bisschen Blitze und nochmal ein bisschen Schläge mit dem Lichtschwert. Und jetzt kann ich den auch schon wieder kalt machen mit dem Special Move. Zack. Und hoch und ciao. Und das war's. Okay. Lol. Ja, die Welt von Star Wars, die ist schon krass. Das Problem ist, was ist das hier jetzt? Ach, hier kann ich hochschweben. Ist ja praktisch. Schweben, schweben. Ich muss schweben. Jetzt schwebe ich praktisch hier. Lol, ich bin da. Ist das hier etwa schon die finale Folge oder die fast finale Folge? Keine Ahnung. Möglicherweise, liebe Freunde. Oh, fuck. Sith-Wachen. Ganz viele und eine in schwarz und die ganzen anderen in rot. Alle mit solchen Laserschwerter-Stäben-Dingen. Fuck. Ich hätte ganz gerne erstmal das hier. Halt, stopp. Ich habe gesagt, ich hätte das gerne. Gesundheitsentzugsaura. Damit kriege ich auf jeden Fall schon mal ordentlich Pluspunkte. Die Schattenwache hat auch nicht mehr so viel. Und jetzt kriege ich sie auf jeden Fall dran. Zack. Na, Leggy.
chillig. Das hätte ich. Aber hier ist nämlich noch was, was ich ganz gerne hätte. Eine Machtkombosphäre. Kann ich die jetzt noch einsetzen irgendwie? Irgendwie? Lol, was schießt denn hier? Lol, irgend so ein häseliges Geschütz. Ah ne, das ist einer von diesen dicken Typen. Komme ich hier durch? Nein. So wie es aussieht, nicht. Oder mache ich hier immer einen. Ups. Hallo? Ich weiß, ich probiere wieder und geht nicht. Achso. Ah. Vielleicht irgendwie einmal auf die andere Seite mit der Maus. Irgendwie so. Ihr alle habt das Imperium verraten. Man wird euch befragen. Foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Eure sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Es gibt vielleicht doch eine Rebellion. Lord Vader, nehmt euch des Jungen an. Ich habe dich gut ausgebildet, aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Oh Mann, und jetzt kommt der Kampf des Jahrtausends. Galen Merrick gegen Lord Vader. Und erstmal hier das Blitzbattle, was ich natürlich gewinne. So wie sich das gehört. Ah, fuck. Jetzt kriegt er mich, jetzt kriegt er mich. Also ich weiß, Darth Vader ist stark. Und ich muss E drücken. War das nicht E? Das war doch E. E. Fuck. Und wie gesagt, sein Machtwirkegriff ist sehr machtvoll. Hallo? Lässt du mich immer bitte raus, Kollege? Ja, Hallöchen? Ich hämmer doch auf E. Okay, jetzt hat er mich so ein bisschen in der Mangel. Und ich versuche hier mal irgendwie kurz rauszukommen. Hallo? Pam, jetzt hat er mich. Und ich habe ihm kaum was abgezogen. Wie gesagt, mit dem Blitz, das ist immer so das, wo ich ihn tracken kann. Und ansonsten natürlich sowas. Fuck. Da hat er mich natürlich wieder. Und das sieht... Okay. Ja, jetzt muss ich natürlich... Ja. Fuck. Ja, da kassiert er ein bisschen. Fuck. Oh Mann, was für ein harter Kampf. Ah, jetzt haut er ab. Aber ich muss ihn down kriegen. Kuh. Komm schon. Habe das jetzt ich gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Och nö, wie soll ich den denn jetzt kriegen? Ja, ist klar. Oh nö, solche Quicktime-Events, das ist doch kacke. Noch nö, ich hasse sowas. Das ist voll unfair. Kassiert er dadurch nicht? Nö. Passier doch jetzt mal. Ich möchte irgendwie mal... Nein, ich möchte so ein Ding mal greifen. Ein bisschen kassiert er dadurch, ein bisschen, aber auf jeden Fall.
Jo. Lichtschwertwurf könnte ich eigentlich auch mal machen. Habe ich gerade keine Energie für. Fuck. Fuck. Dadurch kriegt er mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Aber dafür kriege ich ein kleines bisschen mit den Blitzen. Aber Lichtschwertwurf zieht schon ganz schön viel ab. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, aber... Oh, nein, nein. Oh, fuck. Zu spät. Ich zeige dir die Wahrheit. Fuck. Okay, ja, jetzt ist er auf jeden Fall... Ist ja auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Fuck. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Komm schon. E. E. Oh fuck, jetzt hat er mich, jetzt hat er eh. Nein, das werde ich nicht. Denn ich bin besser als mein Vater. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Q, 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 Q. Jetzt habe ich ihn. Fuck. Hat er mir einen ordentlichen Kick gegeben. Komm schon, spring doch hoch. Okay, so viel darf ich denn doch nicht auf Blitze bauen. Okay, ich brauche mal wieder so ein Quicktime-Event. Fuck, weil er battelt mich nämlich jetzt ganz schön weg. Und ich habe echt nicht mehr so viel Leben. Es ist nur noch ein ganz kleiner Teil. Nein, ich will das nicht verlieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Vader, du musst sterben. Beziehungsweise ich muss dich jetzt erstmal, ich glaube. Also wenn man natürlich nach der Star Wars Chronologie geht, stirbt er ja eh nicht, ne? Obwohl jetzt. E. 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 Pam. Autsch. Da hat er natürlich ordentlich auf die Mütze bekommen. Ah, er sieht jetzt nicht mehr so ganz nett aus. Au. Und diese Szene kommt uns bekannt vor. Ah. Pam. Ja, vernichte ihn. Er war schwach. Gebrochen. Vernichte ihn jetzt und komme an meine Seite. Nein! Hilf ihm! Ja, liebe Freunde, was werden wir machen? Werden wir Darth Vader töten? Oder werden wir Kota retten? Und ich würde sagen, das alles und noch vieles mehr erfahren wir in der nächsten und wahrscheinlich schon finalen Folge von Star Wars The Force Unleashed. Mein Name ist Ossi. Tschüss. Ja, liebe Freunde, Mensch, war das zum Schluss noch einmal eine krasse Spannung. Hätte ich selbst nicht gedacht, obwohl ich das Spiel ja sogar schon kenne. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das echt nochmal so emotional wird, so krass und auch nochmal so knapp. Ich hätte ja beinahe verloren gegen den guten Lord Vader. Müssen wir natürlich schauen, wie das alles in der nächsten Folge weitergeht. Und ich denke, wenn ihr ein Star Wars-Fan seid und mich ein kleines bisschen kennt, dann werdet ihr jetzt schon wissen, wie ich mich entscheide. Bleibt auf jeden Fall dran, seid das nächste Mal beim Finale dabei. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.